mein Name ist Christian. Bei uns im Unternehmen duzen sich alle. Christian Witscher, für alle, die es nicht tun. Ich bin seit Mai 2019 bei der Vinora Group in Sennfeld. Also ich selbst komme nicht aus der Fahrradbranche, sondern komme aus der anderen Branche, hauptsächlich FMCG-Bereich. Habe dort viel für Marken wie Nivea, Valensina, Schneekoppe und anderem gearbeitet. Und das passt in dem Sinne sehr gut zur Ausrichtung der Vinora Group, da wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nicht nur mit irgendwelchen Specs, Batterieoptionen etc. zu werben, sondern dass es darum wirklich geht, bei Vinora den Kunden und die Bedürfnisse des Kunden erstmal zu erfahren und die zu bedienen. Für mich selber ist Fahrradfahren in erster Linie Spaß, gesundheitlich Bewegung und vor allem Zusammenerleben. Wo ich besonders stolz drauf bin, ist, dass die Vinora 1921 das allererste Kinderfahrrad der Welt gebaut hat. Und das spiegelt so den Geist des Unternehmens wider, dass man wirklich versucht, neue Wege zu gehen, dass man versucht, den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, alles Mögliche gemeinsam zu erleben. Das Fahrrad spielt vor allem im urbanen Bereich die Hauptrolle meiner Meinung nach in der Zukunft, vor allem im E-Bereich. Das E-Bike gibt wirklich Menschen die Möglichkeit, die schon lange mit Fahrrad fahren, sich entweder unwohl gefühlt haben, nicht fit genug gefühlt haben, jetzt wieder die Möglichkeit, irgendwie alles zu erleben, was früher wirklich nur im Radsport wirklich vorbehalten war. Und deswegen ist das E-Bike ist für mich eine komplett tolle Geschichte für alle Menschen, die wirklich das Fahrradfahren neu erleben wollen. Mitgebracht habe ich das neue Sinus EX12. Das Fahrrad gibt es in allen drei Rahmenvarianten, die Vinora bietet. Das ist der Tiefeinstieg, Trapezrahmen und der Herrenrahmen. Der Rahmen bietet uns zusätzlich die Option, breitere Reifen auch für ein Trekkingmodell aufzubringen oder eben schmalere für die City. Das heißt, der Kunde hat damit mehr Auswahlmöglichkeiten, was er mit dem Rad wirklich anstellen kann. Das Fahrrad hat natürlich den neuen Bosch Performance CX Motor dabei, der sehr, sehr agil da mit dem Fahrrad funktioniert. Und ich finde, eins der Highlights, das wir noch haben, ist das MAS. Das System hat die Möglichkeit, zu den zusätzlichen 500 Wattstunden Intube-Akku auch noch 500 Watt extern dazu anzubauen.